Hallo zusammen, hier ist wieder Attila Antoshida für euch in Dragonflight unterwegs und wollte ich euch heute so ein kleines Guide-Video präsentieren. Heute geht es um die Traditionsausrüstung der Menschen und dazu habe ich mir schon einen Menschen geschnappt und zwar da einmal meinen Menschkrieger und ja, ich habe schon eine der Traditionsausrüstungen hier gemockt. Warte mal, wir können uns das jetzt hier mal so ein bisschen genauer angucken. Also so sieht die aus. Das Schwert und das Schild, was ich noch zusätzlich dazu habe, gehört nicht dazu. Das dachte ich mir, ist zumindest einigermaßen passend. Zumindest das Schwert sieht ganz gut dazu aus und das Schild hat zumindest auch das Allianz-Symbol drauf. Ne? Aber das gehört nicht zu der Ausrüstung. Die Ausrüstung beinhaltet quasi so jeden Gearslot. Wir haben da an der Seite so einen Greifen dran und ja, den Löwengürtel, deswegen dachte ich mir, da hier auch der Löwe drauf ist, passt es halbwegs gut dazu. Das ist jetzt hier die Variante in Rot. Dann gibt es auch noch eine Variante hier in Silber, wie ihr seht. Das ist das gleiche Grundmodell, bloß dementsprechend in einer anderen Farbnuance. Dann haben wir das in Silber-Gold und die rote, die ich jetzt aktuell getemockt habe. Die finde ich tatsächlich am schönsten, aber hier kann man sich das so ein bisschen aussuchen. Ich habe mir das jetzt auch mal rausgesucht. Das sieht ja sehr plattentechnisch aus. Bei anderen Rüstungsklassen, ich kann mal ein anderes WoW hier reinziehen, ist es tatsächlich dasselbe. Also das ist jetzt hier ein Hunter und der hat auch dieselbe Plattenrüstung. Gut, sie ist jetzt weiblich, ne, und dementsprechend ein bisschen schmaler das Ganze. Aber so vom Aussehen ist es anscheinend dasselbe. Cool ist natürlich, dass wir jetzt hier insgesamt drei verschiedene Farbvarianten haben. Und ja, das Ganze dauert, würde ich sagen, so eine halbe, wenn ihr jetzt vielleicht alle Dialoge noch mit extra durchlesen wollt, eine Dreiviertelstunde, sowas Pi mal Daumen. Und ja, es sind schon ein paar Quests, die ihr da erledigen könnt. Was brauchen wir als Voraussetzung? Ihr müsst, müsst zum einen einmal Mensch sein, ne? Ganz klar, sonst könnt ihr das nicht anfangen. Und zum zweiten braucht ihr wie bei allen von diesen Traditionsausrüstungen einen Ruf bei der jeweiligen Fraktion. Das ist in dem Fall Sturmwind und da müsst ihr auf Ehrfürchtig kommen. Wenn ihr das nicht habt, dann könnt ihr einfach questen. Das ist die eine Option, dauert aber relativ lang. Das andere, was ihr machen könnt, ihr könnt euch den Wappenrock holen von dem Wappenrockhändler, der müsste hier im Handelsdistrikt irgendwo da unten rumstehen und dann einfach irgendwelche Dungeons laufen. Da kriegt er nämlich dementsprechend für jeden Mob, den ihr tötet und auch für die Bosse Ruf. Was ich empfehlen kann, ist Botanica und zwar ist das in der Scherbenwelt und zwar hier oben haben wir drei Instanzen und da ist Botanica tatsächlich die beste. Wenn ihr da durchläuft, kriegt ihr relativ viel Ruf und dann geht das auch ziemlich schnell, den Ruf hochzufarmen. Genau, mehr müsst ihr nicht haben, wie gesagt, ihr müsst Mensch sein und den Ruf auf Max haben. Dann könnt ihr nämlich hier in SW eine Quest annehmen und ja, wenn ihr wollt, ich schneide euch jetzt hinten ran meinen kompletten Walkthrough durch und ich habe das ein bisschen zusammengekattet, die Flugwege. Wenn ihr euch das angucken wollt, da sind auch die Dialoge und so, zumindest die Vertonten mit drin und ja, damit entlasse ich euch quasi in einmal die Questreihe und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. So, dann schauen wir uns die Questreihe mal an. Und zwar sind wir jetzt in SW auf den Koordinaten 54, 19 und dort haben wir dann den Questgeber, eine dringende Angelegenheit. Und da können wir den mal anquatschen. Da seht ihr schon, kriegen wir dann das Assemble quasi als Belohnung, wenn wir durch sind mit der ganzen Quest. Es gibt eine dringende Angelegenheit, für die wir einen erfahrenen Helden wie euch brauchen. Schnell, trefft mich hinter Burg Sturmwind, aber sagt es niemandem. Okay, wir sagen es niemandem. Wir müssen jetzt hinter Burg Sturmwind, das ist da oben. Übrigens, diese Quest hier, ich hatte die mit meinem Worry schon im Questlog gehabt. Ich habe die jetzt für die Aufnahme nochmal abgebrochen. Anscheinend kann es sein, dass die auch irgendwie automatisch angenommen wird. Ne? Je nachdem, ob man vielleicht nach SW mit einem Menschenschar geht, da bin ich mir jetzt nicht sicher. Also halt, falls ihr die da unten nicht findet, vielleicht habt ihr die schon im Questlog. Ne? Das kann durchaus sein. Was muss getan werden? Interesting. Schlaft stets mit einem offenen Mund, äußerst gewagter Schachzug der Bruderschaft der Defias, insbesondere da sie seit dem letzten Angriff der Legion recht still war. Ich will mir gar nicht erst ausmalen, was sie mit dem Artefakt vorhaben. Uns bleibt keine Zeit. Okay, wo müssen wir jetzt hin? Ah, wir müssen nach Goldhain quasi rüber. Und zwar müssen wir da den Keller durchsuchen, so wie es aussieht. Ja, sehen wir uns gleich wieder, bis ich hingeflogen bin. So, lala, jetzt sind wir in Goldhain angekommen. Wir müssen hier ins Gasthaus rein. Ich habe mir den Questtext jetzt auch mal so grob durchgelesen. Anscheinend haben die irgendein krasses Artefakt geklaut und da müssen wir jetzt ein paar Hinweise für finden. Okay, hier scheint anscheinend schon ein bisschen was abzugehen. Du
Tut mir leid, wenn das eine kleine Überraschung für euch ist. Viele glauben, sie wäre in den Todesminen gefallen. Doch ganz so einfach gebe ich nicht auf. Ah, die Vanessa. Ja, bereit für eine Revanche? Vanessa. Immer mit der Ruhe, ich scherze nur. Während der letzten Legionsinvasion war Vanessa Teil eines geheimen Ordens, der bei der Verteidigung unserer Welt geholfen hat. Seitdem blieb es ruhig um die Defias. Wieso hat die Defias das Drachenfeuer-Amulett aus Burg Sturmwind gestohlen, Vanessa? Was? Wenn ihr mir etwas in die Schuhe schieben wollt, müsst ihr schon mehr tun, als willkürliche Worte aneinander zu reihen. Also wir sind hier ganz unauffällig mit irgendwie 20 Leuten hier im Keller. Da hätten wir uns auch oben treffen können. Okay, Vanessa war es nicht. Stimmt, die war in der Rogue Order Hall, war die mit dabei, ne? Da kann ich mich dran entsinnen. Okay, das buggt jetzt hier. Jetzt gehen wir einen Ticken weg und wieder ran. Ich hatte bemerkt, dass so, jetzt schauen wir mal, was wir als nächstes machen müssen. Die Mission ist quatschen. Noch nicht erledigt. Jetzt kommt eine Cut-Sequenz. Einige Jahre nach dem Dritten Krieg vermutete Marschall Windsor ein großes Übel in Sturmwind. Wo andere Chaos sahen, sah er Verrat. Im korrupten Handeln des Adels und im Aufstieg der Bruderschaft der Defias. Durch seine Beharrlichkeit enthüllte er eine Verschwörung. Bis in die heiligen Hallen Burg Sturmwind selbst. An jenem Tag konfrontierte er Sturmwinds mächtigste Adlige, Lady Katrana Prestor. Ihrer Lügen beraubt, zeigte sie ihre wahre Form. Onyxia, Todesschwinges Tochter. Windsor gab sein Leben, um Sturmwind aus Onyxias Kontrolle zu befreien. Nach ihrer Flucht entdeckten wir das verfluchte Amulett, das so viele manipuliert hatte. Es gab Besorgnis, dass nach wie vor Onyxias Macht darin schlummern könnte, weshalb es weggesperrt wurde. Bis jetzt. Okay, jetzt schauen wir mal, wer das Amulett hat. Anscheinend die Defias ja nicht, ne? Eines Tages werde ich mich rächen. Wir müssen die Möglichkeit berücksichtigen, dass bei der Defias etwas vor sich geht, von dem ihr nichts wisst, Vanessa. Ich war tatsächlich länger nicht zu Hause. Vielleicht sind sie etwas unruhig. Im Amulett ruht weiterhin Onyxias Macht zu manipulieren. Wer weiß, welchen Schaden es verursachen könnte. Aufstände? Bürgerkriege? Weniger reden, mehr handeln. Okay, ich glaube mal, die Informationen brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Wo müssen wir denn jetzt als nächstes hin? Einmal hier. Okay. Gut, da fliegen wir jetzt einmal rüber. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, wir sind der brennenden Steppe angelangt. Jetzt gucken wir mal, was wir hier machen müssen. Ah, da haben wir einen kleinen Zwerg, mit dem wir quatschen können. Drück mal raus, wo das Amulett ist, Kollege. Okay, das klicken wir jetzt hier mal ein bisschen durch. Einfach, wo Windsor die Sachen hat. Komm, überspringen wir das mal hier. Wir wollen jetzt das Amulett haben. Fort mit euch. Seid auf der Hut. Hier, was müssen wir jetzt holen? Wir müssen Tagebücher besorgen. Gucken wir mal, Kautos Tagebuch. Okay, mal schauen, wo es das hergibt. Ah, lass mich raten, wir müssen in irgendeine Höhle rein, weil hier oben scheint es das nicht zu geben. Ah, der Kollege war anscheinend ein bisschen... Oh, die ist aber neu, die Höhle. Also, das Ding habe ich tatsächlich noch nie gesehen. Ah, hier sind auch theoretisch Mobs drin, ne? Aber wir sind jetzt hier hoffentlich schnell genug raus. Ah, nice, wir haben keinen geaddet, okay. Einmal wieder zurück.
Hier war ja auch die Questreihe mit Marshall Windsor damals, ne? Da musste man ja, glaube ich, zwischendrin auch aus der Instanz einmal raus und dann wieder rein, was die meisten Gruppen immer nicht so nice fanden. Okay, jetzt müssen wir zum Marshall Windsor zurückkehren und zwar wieder in den Keller. Okay, das ist wieder ein kleiner Flug. So, Dolla, wir sind wieder zurück im Keller, wo wir ganz geheim hier unterwegs sind. Jetzt gehen wir das mal ab, was wir gelootet haben. Okay, jetzt müssen wir in den Dämmerwald als nächstes. Meine Güte, korrupter Adel, der in Sturmwind für Ärger sorgt? Wer hätte das gedacht? Seit Anduin an der Macht ist, hat das Adelshaus große Fortschritte bei der Bekämpfung von Korruption gemacht. Vieles davon unter meiner Leitung. Allem Anschein nach nicht genug. Die sticheln kann sie, das gefällt mir. Okay, also wir müssen jetzt anscheinend als nächstes in den Dämmerwald. Nach Duskwood rüber, da sehen wir uns gleich wieder. So, dala, jetzt sind wir hier in Duskwood angekommen und jetzt müssen wir hier in so eine Hütte rein. Schauen wir mal, lass mich raten. Die Sachen sind immer oben, ne? Immer der längste Weg, den du gehen kannst. Was haben wir denn da für einen? Hat er sich nur gedacht? Das ist ein Desaster. So machen wir nie Gewinn. Guck dich mal um, wo du hier stehst. Da machst du natürlich keinen Gewinn. In der letzten ranzigen Bruchbude. Ich bin bereit. Für Sturmwind. Das geht euch nichts an. Hört auf, Bedienstete. Was tut ihr da? Wir unterstehen eurem Vater, nicht euch. Verflucht. Ich wusste, das stimmt was nicht. Wir müssen hier raus. Was kann ich tun? Okay, nehmen wir sie mit. Was mitnehmen? Nee, okay, raus hier. Hier lang, aber... Oh. Ich wusste doch, dass ihr das alleine schafft. Wollt ihr euch nicht in die Quere kommen? Und... Wer ist das? Ich bin Cecilia Primula Classington, die Zweite, zu euren Diensten. Was ist mit dem Drachenfeuer-Amulett passiert? Ja? Okay, erklär mir mal, ihr, was los ist. Ich hätte es wissen müssen. Mein Vater wollte mich nur aus dem Weg haben. Seit Jahren redet er vom Drachenfeuer-Amulett und dass er unserer Familie zu altem Ruhm verhelfen wird. Aber egal, was ich sage, er hört nicht zu. Manchmal macht mir seine Besessenheit Angst. Wenn das Amulett gestohlen wurde, steckt sicherlich er dahinter. Er müsste in Mondbruch sein. Da war er häufiger auf Geschäftsreise. Geschäftsreise. Interesting. Okay, dann schauen wir da mal hin. Mondbruch, ich glaube, das war ja der Laden, wo quasi die Defias sind. Ja, genau. Seid ihr nicht? Vanessa van Cleef, Anführerin der Bruderschaft der Defias. Zu euren Diensten. Oh je. Ich will helfen. Ein cooles Pferd hat sie, das hier BFA-Model, ne? Okay, dann fliegen wir jetzt mal nach Mondbruch rüber. So, da vorne geht's dann weiter in Mondbruch. Mal, gehen wir die Quest ab. Eigentlich sollte jetzt hier ein Dialog kommen. Vorher wurde er getriggert, aber ich habe es nochmal abgebrochen. Anscheinend kommt er nicht nochmal. Ja gut, RIP. Schauen wir mal. Jetzt haben wir natürlich einen Dialog hier verpasst, aber so wichtig wird es schon nicht sein. Jetzt müssen wir ein paar Mobs umbringen, so wie es ausschaut. Ach, wenn wir Vanessa dabei haben, dann... Andererseits habt ihr diesen Ort noch nie durch die Augen einer Defias gesehen. Yes. Aber das sind jetzt hier keine Defias, sondern es sind alle diese Bediensteten von dieser einen Tuse, ne? Oder von dem Vater, besser gesagt. Na gut, hier sind jetzt halt auch die ein oder anderen Leute. Jetzt müssen wir mal gucken. Ah, versteckte Defias. Okay. Als mein Vater die Bruderschaft anführte, folgte er dem Weg der Rache. Ich führe sie, um eine korrupte Regierung zu stürzen, die uns aufgegeben hat. Zumindest dachte ich das. Während der Legionsinvasion kämpften wir für etwas Größeres. Der alte König starb und nur wenige hielten an dem alten Groll fest. Anduin bot Begnadigungen und Reparationen für ehemalige Steinmetze und deren Familien an. An dem Tag verlor ich viele meiner besten Leute. Der Anduin hat also rausgekauft, die Leute. Übrig blieben nur noch die Problemkinder, die Wütenden. Die, die sich alles, was sie sahen, direkt unter die Finger reißen wollten. Okay, also sind das jetzt die Problemkinder? Ich habe dieses Labyrinth schon immer gehasst.
Ach so, ich muss wahrscheinlich jetzt in die Deadmines ran, oder? Ich dachte mir, ich kill jetzt hier noch ein paar. Den Weg kenne ich eigentlich schon, aber interessant, dass die einem sogar erklärt, wenn man falsch abgebogen ist. Ich bin wütend. Ich werde den Tod meines Vaters nie vergessen. Doch mein Revolutionsversuch... Keine Reparation ist genug. Die Steinmetze verdienen jede Münze in jeder Kasse Sturmwinds. Und Klessington wird uns dorthin führen. Danke. Ihr wart nicht mal Steinmetz. Ihr seid als Dieb beigetreten. Endlich zeigt ihr euch, Van Cleef. Mit einem Sturmwinderhund im Schlepptau. Seht ihr das? Sie will uns alle zu Schoßhündchen Sturmwinds machen. Wir sammeln uns in Nordheim und marschieren auf Sturmwind für die Defias. Das Amulett! Okay, was können wir jetzt hier machen? Können wir ihn angreifen oder wie sieht das aus? Ah, nein, okay, wir haben ihn entdeckt. Muss ich aber noch ein paar Mobs töten. Ich will hier raus. Nehmt dieses Elixier und dann los. Okay, ich habe jetzt ein Elixier, wo ich weiterkomme. Aber ich muss ja jetzt noch ein paar von denen töten, so wie es aussieht. Nicht, dass wir die Quest dann nicht zu Ende machen können. Jetzt killen wir die mal noch und dann nehmen wir lieber das Elixier. Das Blöde ist, hier waren so viele andere Leute, dass die ganzen Mobs halt tot waren, ne? Ich bin ja schon in die letzten Ecken. Und mal laufen wir nochmal zurück. Ich vermute mal, wenn man hier mit einem Lone Char ist, also mit Stufe 50, kann man das hier auch schon anfangen. Vermute ich mal, dass das runterscaled. Aber schau mal, das ist jetzt Dieb der Defias. Das sind jetzt auch die falschen. Ich brauche ja diese komischen Bediensteten. Schauen wir mal nochmal hoch, ob wir da noch welche finden. Ja, bis ich die letzten habe, skippen wir das mal vor hier. So, ich habe jetzt noch genug umgehauen. Mal gucken, was passiert, wenn ich jetzt den Trank nehme. Ah, ach so, jetzt habe ich einfach nur Geschwindigkeit. Ich dachte, der portet mich jetzt irgendwie oder so. Nee, okay. Ja gut, das habe ich dann ein bisschen unterschätzt hier. Also wir müssen jetzt einfach zurücklaufen und können das jetzt hier abgeben, so wie es aussieht. Hat sich gegen mich gewendet. Klessington und Duncan führen ihren Angriff auf Nordheim und anschließend Sturmwind. Nordheim? Die werden dort die neuen Rekruten ausmerzen. Weniger reden. Interesting. Die Mission ist noch nicht erledigt. Interesting. Okay, also es geht dann nach Nordheim. Ich würde gerne nach Nordheim begleiten und meinen Vater aufhalten. Wartet. Wir sind auf eurer Seite. Wir sind nicht zur Defias, um Unschuldige auszurauben. Wenn die Bruderschaft nur des Banditentums wegen den Pfad der Banditen einschlägt, dann wollen wir nichts damit zu tun haben. Wir haben uns immer auf schmalem Grat bewegt. Danke. Aber geht zu euren Familien. Das ist nicht mehr euer Kampf. Nie wieder lassen wir zu, dass Westfall so von Sturmwind missbraucht wird. Doch nicht auf diese Weise. Danke, Hope. Ist schon etwas her, dass ich diesen Namen getragen habe. Wie ursprünglich Hope, oder wie? Was gut, dann auf nach Nordheim. So, in Nordheim sind wir angelangt. Jetzt gucken wir mal, was hier geht. Der Matthias Shaw ist schon am Start. Jetzt müssen wir anscheinend einiges machen hier. Haben wir noch eine Quest? Klessington hat das Amulett in Mondbruch verwendet. Es hatte eine Art Hunger nach Chaos und Macht. Mein Vater will damit einen Aufstand anzetteln und sich seiner politischen Rivalen entledigen. Er spricht schon seit Jahren davon. Aber ich dachte nicht, dass er es ernst meint. Selbst wenn wir wissen, dass er hinter allem steckt, könnte er es uns mit dem Amulett vergessen lassen und denken lassen, er wäre im Recht? Wir müssen ihn aufhalten. Okay, da kommt einfach random so ein Bediensteter an. Schauen wir mal, dass wir sie alle taggen. Also wir müssen hier quasi einfach den Balken füllen und dann brauchen wir die Vollstrecker und Vollstreckerinnen. Wir wollen ja hier auch richtig gendern. Hütte Akolyt. Okay. Ach so. Ach, komme ich da jetzt gar nicht rein? Ach, die muss ich draußen anscheinend killen. Okay.
da muss anscheinend einer sein, aber der scheint tot zu sein. Na gut, den hat gerade einer umgehauen, das ist natürlich jetzt blöd. Schau mal zu den anderen rüber. Na super, der ist halt auch tot. RIP. Okay, dann schauen wir zum dritten. Vielleicht ist der ja am Start. Ja, das ist halt der Nachteil, wenn da so viele sind. Super, der liegt auch im Dreck. Okay, ich glaube, dann gehen wir zum ersten wieder zurück. Vielleicht ist der wieder gespawnt. Also das... Ah, halt, da ist gerade einer gespawnt. Den holen wir uns doch. Das sind anscheinend diese Siegel, die wir brauchen. Ich vermute mal, mit denen können wir dann dementsprechend da vorne die Tür aufmachen. Irgendwie sowas ist das bestimmt. Schauen wir mal, ob es droppt. Ah, okay, also da haben wir schon mal das erste Siegel. Ich hoffe mal, dass die nicht so eine lange Respawn-Zeit haben. Ah, da haben wir den nächsten. Na gut, ich denke mal, die Prozente kriegen wir da easy voll. Gut, ich würde sagen, ich kill jetzt die ganzen Kollegen und dann schauen wir mal, was danach passiert. So, dala, die Siegel haben wir eingetütet, die Prozente haben wir auch aufgefüllt. Jetzt gucken wir mal. Ich wette, wir müssen da jetzt rein. Ich will helfen. Für Sturmwind. Mit eurer Hilfe können wir diese Barriere beseitigen. Immer langsam, reiches Mädel. Sonst geht ihr noch drauf. So, jetzt gucken wir mal, wie wir durch die Barriere durchkommen. Denn dafür ein... Ist er da drin, der Kollege? Ah, ich kann es selber aufmachen. Okay, es reicht, ich sehe. Vater, ist dein Verlangen nach Macht all diesen Schmerz wert? Du hast es noch nie verstanden. Onyxia hat uns Macht versprochen. Es steht uns zu regieren. Ich habe lang genug gewartet. Das Königreich wird mein sein. Spürt die Macht Onyxias. Ach so, da hast du die jeder für sich Fähigkeit, ne? Oder Überlebenswille heißt sie jetzt. Ich wollte gerade sagen, extra Button. Das zeigt dir einfach nur, dass die da benutzen sollst, quasi. Ihr könnt mir nicht trotzen. Könnt euch nicht wehren. Kommt, die Fias. Kann ich sie nochmal benutzen? Interesting. Also wie es aussieht, sind das andere ja quasi keine Defias, seine Bediensteten, das sind so extra Dudes. Aber ich frage mich, wovon er halt Graf ist, ne? Von diesem kaputten Dings da? Von diesem kaputten Städtchen da unten? Das macht ja irgendwie auch wenig Sinn. Wir geben nicht auf. Nein, ich werde regieren. Werde König sein. Kommt, Narren, kämpft! Bauen wir noch die Rekruten kaputt, alles klar. Schön die Level 1er in dem Gebiet umhauen. Na komm, also wenn er jetzt nochmal eine Welle ruft. Bitte, lass es einfach sein. Niemals, nie. So, jetzt, na endlich können wir den Arsch versohlen. Da geht er down. Okay, jetzt schauen wir mal, kriegen wir jetzt die Ausrüstung? Was kann ich tun? Passt. Interesting. All euer. Okay. Mein Name ist Shaw. Matthias Shaw. Interesting. Okay, also wir müssen das Amulett jetzt an uns nehmen. Das hätte er aber jetzt doch selber aufheben können, oder? Und etwas stimmt nicht. Vanessa. Ist euch mein kleiner Taschenspielertrick aufgefallen? Als würde ich so etwas Sturmwind überlassen. Das Drachenfeuer-Amulett gehört jetzt mir. Das bezweifle ich, Van Cleef. Her damit! Schlaft stets mit einem offenen. Was? Was passiert hier? Ich kann euch die Kontrolle geben. Ihr müsst sie nur nehmen. Jetzt kann ich jedes Mal das wieder... Was muss getan werden?
Es ist Onyxia. Ihr Wille hängt über diesem Amulett. Über uns allen. Dieser tote Drache denkt, sie könne mich manipulieren? Nicht mit mir. Mir reicht es mit diesem nutzlosen Schmuckstück. Die Mission ist noch nicht erledigt. Was willst du? Wir müssen den Geist noch besiegen. Hätte mich jetzt gewundert, wenn Vanessa mit dem Ding abgehauen wäre. Eure Macht und euer Vermächtnis sind gebrochen, Schlange. Schlange. Jetzt aber hier. Ich hab mir schon gedacht, warum kriege ich meine Ausrüstung nicht, ne? Das war hier noch nicht zu Ende. So. Ist das das Schicksal unseres Volkes? Immer und immer wieder von großen, unbekannten Kräften manipuliert zu werden? Und es immer und immer wieder zu überstehen. Da ist was dran. So, okay. Eines Tages werde ich mich rächen. Seht in die Schatten. Euer Vater ist gestorben. Vor euren Augen. Unseretwegen. Er hatte die Wahl und hat das Böse gewählt. Und ich habe kein Interesse daran, sein Vermächtnis am Leben zu halten. Das Vermächtnis eines Vaters. Vielleicht sollte auch ich meinen eigenen Weg gehen. SI-7 kann fähige Agenten wie euch stets gebrauchen. Auf keinen Fall, Sean. Ich habe mich von Rache leiten lassen. Dabei wollte ich stets den Einwohnern Westphals helfen. Vielleicht wird es Zeit, dass Hope Saldin wieder Suppenschüsseln austeilt. Wenn es euch nichts ausmacht, würde ich euch dabei gerne helfen. Hope Saldin heißt sie anscheinend. Heißt dann der Edwin von Cleef auch so oder ist die einfach adoptiert? Bin mir da nicht so ganz sicher. Hab die Hintergrundstory nicht so ganz verfolgt. So, wir müssen jetzt zum Shaw in SW. Und dann kriegen wir unsere Ausrüstung, so wie es aussieht, oder? Traditionsausrüstung, jawohl. Na gut, jetzt gucken wir mal. War aber eine ganz coole kleine Questreihe, also da kann man nichts sagen. Man hätte sie jetzt noch alle Side-Dialoge durchlesen können, aber ja. Das könnt ihr dann selber machen, wenn ihr das unbedingt machen wollt. Jetzt schauen wir mal. So, ich bin bereit. Muss ich irgendeinem Dude annähern? Okay. Einmal vor der Statue gekniet. Achso, nee, wir knien eigentlich vor dem Reiter. Okay, der hat bloß nicht geladen. Man lernt dann alle Items. What the fuck, hab ich viele Sachen. Ich hab bestimmt jetzt 50 Items gelernt, der ganze Chat ist voll. Hat sich unser Champion den vielen Feinden gestellt, die unserer schönen Stadt schaden wollten. Seht ihr, alleine an Gürteln. Seht ihr, wie viel Teile ich jetzt hier gelernt habe? Okay, das ist halt richtig viel Stuff. Deswegen ist es so viel. Seht ihr, wir kriegen da nicht nur eine Ausrüstung, sondern wir haben verschiedene Farbvarianten. Also wir haben das Ganze in Rot, dann in so Silber-Gold. Das sieht auch cool aus. Wir unseren Champion heute zur Löwenwache. Möge das Licht die Löwen von Sturmwind segnen. Bei der Löwenwache dabei. Frage ich mich, ob das bei auch Stoffklassen genauso aussieht. Das muss ich mir dann mal nochmal genauer angucken. Gut, dann würde ich sagen, Themocken war das noch fix. Schauen uns das mal noch an und dann sind wir auch tatsächlich durch. Ich habe genau das, was ihr sucht. So, wo haben wir es denn? Bin ich wieder relativ weit hinten, vermute ich mal. Da haben wir sie. 1, 2, 3. Komm, ich nehme mal das Rote. Wählen wir mal noch eine bisschen gediegenere Waffe aus. Schwert oder so. Schönes. Irgendwas Rotes, oder? Naja, Gold passt eigentlich auch. Dann nehmen wir noch ein Schild, was da ein bisschen besser zupasst.
Ich weiß nicht, ob da eins dabei war. Ich glaube zwar jetzt nicht. Es ist ein bisschen überdimensioniert, aber passen wird's ja, ne? Weil es so ein Allianz-Ding hat. Ich glaube, das ist von dem Film tatsächlich, dass man das da mal gekriegt hat. Naja, gut. Oder wir... Naja, das ist dann noch ein bisschen low-budget. Komm, wir nehmen das große Schild. Das ist zwar ein bisschen zu viel, aber... Was ist denn jetzt? Jetzt habe ich es anscheinend überblättert. Oder das hier können wir nehmen. Das passt, glaube ich, besser sogar noch. So, jetzt schauen wir mal an. Gut, ich habe jetzt noch den vom Scharlachroten Kloster, ne, den Wappenrock an. Ja, die Schultern vor allem mit dem Greifen, das macht schon echt was her. Hat schon was. Eine coole Angelegenheit. Gut, dann sind wir jetzt am Ende von dem kleinen Video. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Euer Tila. Bis dahin. Ciao.